Hallöchen, willkommen zurück zum Monster Train. Paktrang 13 ist am Start. Wir haben schon lange nicht mehr irgendwas mit den Umbra gekriegt. Komm, das wird doch jetzt eigentlich wieder Zeit, oder? Und wenn nicht, ist nicht schade drum. Passt. Höllenhörner schmelzende Relikte. Ja, puh. Ich werde nicht so ganz mit den Champion warm. Bei Besiegen, 10 Rüstung, bei Rache alte Wut. Nehmen wir. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Nehmen wir das mit rein. Und gucken, ob die Zugbegleiter irgendwas ausrichten können. Paktrang 13. Mal gucken, was uns da großartig erwarten wird. Ja, nehmen wir schon mal hier. Oh, das ist eine Verbrauchskarte. Ups. Okay, du bringst Wut für alle Einheiten. Passt. Dann viel Spaß da oben. Na, wobei. Hat er nochmal Wut gebracht? 121. 130, er ist down. Wir nehmen. Oh, 8 Wut. Und 50 Sprengschaden. Mal gucken, ob wir ein Artefakt finden, was mehr Wut gibt oder Wut nicht abklingen lässt. Das wäre beides nicht verkehrt. Komm, wir ziehen uns eine Einheit und zwar den Wutdödel. Und verbessern. Multischlag. Das kann. Ja. okay. Warum nicht? 5 Life und ein bisschen. Ne, 10 Life und 5 Schaden. Komm, kriegst du. Hier möchte ich extra Schaden reinmachen. 10 Schaden würde dann 60 bedeuten. Oh, ist nicht verkehrt. Wir sind wütend. Wir sorgen dafür, dass du keinen Schaden machst. Ebenso du nicht. Uff. Okay, kurze Atempause. Wir sprengen dich. Und sorgen dafür, dass auch bald wieder was gesprengt wird. 129. Tot. Fünf Schaden auf alle. Und eine Einheit reformieren. Nehmen wir mit. Was kopieren, ne? Wir gehen hier rüber. Ziehen uns nochmal was mit Wut. Na, mal gucken. Armageddon. Das kostet nichts. Kann man immer den Schädel mit? Hatten wir, glaube ich, noch nicht. Die sind momentan mit Verbannung ausgestattet.
Das heißt, einmal gespielt, weg. Wir kopieren uns das Ding. Und dann warten wir, bis wir es einsetzen. Denn normalerweise triggert das jetzt einen... na, wie heißt das? Ich weiß es gerade nicht. Es triggert auf jeden Fall... Aber wie heißt es? So eine Questreihe halt einfach. Es triggert eine Questreihe, die uns auf jeden Fall weiterbringt. Dann wird nämlich von jeder Karte Verbannung aufgehoben. Na toll, du bringst jetzt nicht wirklich was da unten. Eine Einheit verfügbar und das bist du. Okay, überlebt. Du machst ordentlich Schaden. Guck, ob das was bringt. Die Sprengfalle kommt hier auf jeden Fall rein. Kommst raus. Okay. Letzte Welle. 179. Das hat ordentlich was gebracht. Und... du kriegst die Wut. 108, ja. Das sollte eigentlich reichen. Jupp. Tut's auch. Fünf Schaden, aber sieben Wut. Nehmen wir mit. Auch für jeden Angriff. Wir brauchen auf jeden Fall Platz für die dicken Dämonen. Das steht außer Frage. Wir sollten hier rüber gehen, allein wegen dem Artefakt. Ja, dann nehmen wir halt die X-Kosten plus 3. Schmeißen zwei von denen hier weg. Oder? Jo. Yep. 15 Rüstung, 3 Wut nehmen wir. Dabei, Multischlag? Wir gehen Vollstoff auf die Wut. Oh, sag mir nicht, dass der das halbiert. Ne, Zauber verschlingen. Passt schon. Achso, der hat eh keinen Angriff. Passt schon. Passt schon, passt schon. Dann packen wir dich noch dazu. Du könntest uns hier ein bisschen Wut bescheren. Ja, wobei, wir nehmen lieber ihn hier raus. Hm.
Dann gibt es noch die Sprengfalle dazu. Hier oben. Oh, passt nicht. Nice. Schaden, aber Wut. Wir müssen da ein bisschen Schaden abfangen. Dann töten wir den. Und du kriegst mehr Ausbrennen. Du stirbst da oben, nice. Eine kurze Atempause. Du stellst dich hier hinten rein. Okay, dann können wir hier auch noch ein bisschen Schaden machen. Wir kriegen aufs Maul. Also das Schadensschild passt. Wir kriegen leider ein bisschen auf die Mütze. Alter, drei Geiselkarten. Ja, Prost Mahlzeit. 126. Uff. Ja, muss ich so leider rausschmeißen. Kriegen wieder drei Geiselkarten. Oh. Ja, wobei zwei. Aber er stirbt sowieso. Also raus damit und weg. Hut und Rüstung für zwei. Wir opfern einen Kobold. Oder was ist, wir opfern einen Kobold? Wir nehmen uns die Möglichkeit eines Kobold-Opfers. Zwei Einheiten reformieren, die wir nicht steuern können. Oder eine Einheit reformieren, die wir dann steuern können, welche reformiert wird. Ah. Wir nehmen die zufälligen Dudes. Das ist das Event, was ich meine. Karten mit Verbannung haben stattdessen Verbrauch. Dankeschön. Dann können wir die Karten jetzt auch einsetzen. Dann braucht's. Ja, gehen zu den Artefakten. Erlöschen werden doppelt ausgelöst. Ja, nehmen wir das. Dann heilen wir uns noch ein bisschen und... ob es das so gebracht hat. Ah. Ich hasse den Kackvogel. Einer meiner Lieblingswörter. Also es passt doch so oft. Puff. Ja, wo packen wir die denn jetzt alle hin? Ah ja, wir können das ja jetzt benutzen. Du stirbst, mein Lieber. Voll geil. Okay, hier sollten wir auf jeden Fall so einen reinschmeißen, wegen der Wut von ihm. Es kommt noch was durch. Dammit. Der muss auch noch aufgewertet werden. Und wir haben echt so wenig Life. Okay, die zwei sterben. Du bist drauf. Wir könnten da oben allerdings auch noch ein bisschen... Ja, machen wir.
bisschen Schadensschild sparen. Das ist ungut. Hey. Okay, er hat immerhin keine Tarnung mehr. Kriegt aber nur 49 Schaden. 93. Puh. Ja, damit überlebst du einen Schlag weniger. Bei dir ist es egal. Ach, scheiße. Ist ja... Vollidiot. Das ist mal gar nicht gebracht. 200. Oh, wir können reformieren. Das ist jetzt natürlich die Frage. Habe ich denn hier was? Nee, Inferno Zugbegleiter, Imponierbull. Okay. Dann holen wir uns ihn hier. Gibt Wut. Wir opfern. Oh, das war nicht so gut. Wir stellen uns hier noch. Jo, Gott sei Dank, ey. Das war knapp. Zack, 100 Schaden. Nice. Weggesprengt. Verbrauchte Zauber auf die Hand nehmen. Und den nehmen wir auch noch mit rein. Okay, wir gehen hier rüber. Wut-Extra-Stapel. Nice. Hier, bitteschön. Multischlag. 10 Angriffskraft bekommst du. Oh, oder er hier. Damn, ich hätte ihm vielleicht nochmal Multischlag geben sollen. Aber er ist ein 40, wenn ich jetzt... Nee, ist ja schlechter gewesen. Okay, dann die hier. Nimmst du? Wir würfeln neu. Flink. Naja, 25 Life kriegst du dazu. Okay. Gib mir was Gutes. Oh, der Historiker. Wir wenden... Ja, wenn wir Trampelschaden könnte. Was bringen, aber nicht gegen richtige fette Tanks. Wir nehmen Flink. Und dann mal gucken, wie uns dieser Wutstein da oben was bringt. Wie heißt der denn eigentlich? Schwingender Splitter. Gucken, ob Fehl das aus der Balance bringt. Zauberschild. Das heißt, es wird am Anfang so ein bisschen alles weggetankt. Na, ich weiß ja nicht.
Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja. Flink. Schade, zwei. Na halt. Doch, die haben viel zu viel Rüstung. Und du wirst da oben nicht angreifen. Ugh. Das ist mies. Wir kriegen ordentlich aufs Maul. Na, was ist ordentlich? Ein bisschen. Beim Besiegen kriegst du Rüstung. Dann nehmen wir das mit Flink mal hier rein. Ja, ich weiß, der kriegt. Oh, es überlebt der. Scheiße. Okay, wir stellen ihn trotzdem mal hier oben rein. Drei Wut auf Verbündete. Okay, hier stirbt das ganze Gesocks. Wenn wir das hier machen, kommt da hinten Schaden an. Jo, 70. Das ist egal, was ich jetzt da mache. Ja, egal, ob ich den jetzt opfern würde oder sonst irgendwas. Was wir allerdings machen könnten... Noch ein bisschen Wut dazugeben. Dann löschen wir hier... den Tank aus. Nice. Flink kriegst du auch noch dazu. Wir sparen uns hier ein bisschen Schaden. Und... ja. Das geht schon in die richtige Richtung, würde ich sagen. Ja, definitiv geht das in die richtige Richtung jetzt da unten. So was aber auch zufälligerweise ausgelöscht. Komm, wir löschen ihn hier aus, damit wir nächste Runde was einstellen können. Letzte Welle, wir können was reinstellen, und zwar die Sprengfalle, und das besiegelt dein Schicksal, ja? Jupp. Tschüss, Will. Wenn wir es schlau anstellen, bringt das was. Endlos. Oh, ja. Und dann nehmen wir mehr Platz. Mehr Platz für Hobolde und Sprengfallen. Oh, wir könnten uns hier nochmal was kopieren. Ah, nee, wir gehen hier auf die rechte Seite rüber. Preise sind niedriger. Hm, ja, könnte man noch brauchen, auch wenn es echt spät ist. Wir nehmen 5 Wut. Dann Zauber günstiger. Auf jeden Fall dich. 20 magische Kraft und Verbrauch. Mhm. Wir würfeln nicht neu. Wir gehen einfach hier rein. Also. Wenn wir das machen. Nee. Wir opfern überhaupt keine Gesundheit. Das würde nämlich bedeuten, dass wir in der letzten... im letzten Kreis der Hölle höchstwahrscheinlich versucht sind, zu der Heilungsseite zu gehen. 20 Rüstung für 400 Münzen. 20 Rüstung ist ganz am Anfang schon relativ heftig. Allerdings sind 400 Münzen auch heftig. Ich würde es eigentlich schon gerne nehmen. Ja, wir nehmen es. Hoffentlich beißt mich das nicht in den Arsch.
Uiuiuiuiui. Wir spielen hier auf jeden Fall endlos. So was aber auch, dass genau das wieder kommt. Das heißt jedes Mal. Das ist ja auch nice. Wir können ihn jedes Mal neu rufen. Ah, oh, haben wir aber kein. Was ein Sch. Okay. Das war nicht ganz so schlau. In keinster Art und Weise. Wir brauchen die hier. Damn. Die sind auch beschissen. Das ändert nichts, wenn ich dich nach oben stelle. Wir können hier ein bisschen für Schutz sorgen. Noch ein bisschen draufhauen. Und einen von denen abwerfen. Ah. Das ist mies. Halt, ist die endlos. Das hätte es eigentlich gar nicht sein müssen. Aber wir kriegen so aufs Maul, ey. Brechen wir es. Oh ja. Oh ja. Ja, vor allem, weil wir ja auch nur Scheiße ziehen und immer wieder diese drei fucking Krütze fix. Ich hab. Oh, verzockt, ey. Fuck! Leck mich doch. Das war unspektakulär. Uns sind nicht die richtigen Karten gegeben worden, die wir hätten brauchen können. Scheiße! Ah. Dreck. Dreck! Mal gucken, ob es beim nächsten Mal weniger Dreck gibt. Verfickte Scheiße! Oh, ich meine natürlich ciao.